Wenn sie so nett sind und uns in die Arme laufen. So, das kann alles da rein. Das ist das Einzige, was wir nicht gerade nicht identifizieren können. Ich warte auf euren Befehl. Ihr wünscht. So, und das will ich jetzt mal kurz gucken, wenn wir schon eh gerade in der Nähe sind. Ja, die Toten könnten sie mal wegräumen. Meine Beine tun mir weh. So viel bin ich noch nie in meinem Leben gelaufen. Könnten wir nicht bitte eine kleine Rast einlegen? Weil eigentlich bin ich ja schon für den Tempel, habe ich ja schon den Tempel. Ich warte, natürlich. Habt ihr noch mal über mein Angebot nachgedacht? Die Zeit ist knapp. Ich weiß nicht, wie lange ich die Rönals noch aufhalten kann. Ja, ihr dürft gerne mit mir reisen und diese snobistischen Grobklötzen entfliehen, die euch nur verderben würden. Nun gut, ich werde euch begleiten. Es wird traurig sein zu sehen, wie dieser alte Ort in schlechte Hände fällt. Aber ich habe keine andere Wahl. Ich werde die Rönals nicht bei ihren snobistischen Geschäften unterstützen. Ja, das mit der alten Freundin. Ein wenig Gefahr macht mir nichts aus, Talisa. Wer ist die alte Freundin? Ihr Name ist Imoin? Ja, nun, wenn sie Hilfe bedarf. Ja, gut. Die brauchen wir jetzt leider nicht mitnehmen gerade. Sollen wir weitermachen oder ist unsere Reise damit beendet? Vielleicht sollten wir getrennte Wege gehen. Wo sollen wir uns treffen, wenn ihr euch das anders überlegt? In der Kupferkrone, ja. Wenn es das ist, was ihr wollt. Okay, wir können also die Festung nicht mehr annehmen, weil wir die Priesterfestung angenommen haben. Macht auch irgendwie Sinn. Wir können nämlich nur eine Festung, also man nennt es Festung, annehmen. Euer Wunsch ist mein Begehr. So, jetzt wollen wir erstmal gucken bei den Händlern, ob wir das Buch finden, was wir kaufen wollen. Machen vorher ein Quicksave und wie heißt das Buch? Geschichte der Zentarium. War ja fast schon klar. Seid mir gegrüßt, werter Kunde. Die Götter mögen euch wohlgesonnen sein. Schön, euch wiederzusehen, werter Samus. Seitdem ihr mir dieses Dorf gerettet habt, ist die Normalität zurückgekehrt und das ist eine gute Sache. Ich bin sehr dankbar, genau wie meine Firma. Mir war es, wenn man die Tatsache in Betracht zieht, dass ich weiß, dass ihr den Handel mit Mardolf und seinen Gefährten eingefädelt habt. Hätte nie daran gedacht, Waren an einen Oger zu verkaufen, aber nun ist es so und man kann auch noch gut mit ihm verhandeln. Gibt es etwas, was ich euch tun kann? Ja, zeigt mir eure Waren. So, Bücher. Hast du keine? Seht euch nur um und begutachtet die Waren. Ich bin mir sicher, dass sie euren hohen Ansprüchen gerecht werden. Die Geschichte der Zentarim. Ihr werdet in ganz Am garantiert keine besseren Preise finden. Wirklich. Ihr habt eine interessante Auswahl getroffen. Ihr müsst wissen, dass ich unter einem anderen Namen Bücher in der Cutler verkaufe. Vielleicht gehört ihr zu meiner Kundschaft. Nehmt den Namen, den ich damals benutzte, und vielleicht ist dann ein Nachlass für euch drin. Velin Darm? Nein, ich glaube nicht, dass ihr jemand seid, mit dem ich mich unterhalten sollte. Irgendwas ist ja natürlich nicht in Ordnung. Ich nehme das jetzt wieder an mich und ihr könnt euch wieder auf den Weg machen. Guten Tag. Okay. Quicksave. Gut, dann spielen wir jetzt mal ein bisschen Rätselraten hier. So können wir auch Zeit durchschlagen. Ich würde es ja am liebsten gerne mit euch hier am Bildschirm machen, aber könnte ich sogar. Also, erledigte Aufgaben. Ich habe den abtrünnigen Paladin Anak getötet und die Gruppe der gefallenen Paladine, bla bla bla. Also, das ist neu, ja.
Ich habe den abtrünnigen Paladin Anak getötet und die Gruppe der gefallenen Paladin in Auftrag für Sir Reintval, dem Anführer des höchst ehrenwerten Ordens vom Strahlenden Herzens, aufgelöst. Mein Ruf hat sich stark verbessert und Sir Rein ist mir sehr zum Dank verpflichtet. Ja, wir haben jetzt mittlerweile einen Ruf von 18, heldenhaft. Gut, aber darum geht's nicht. Euter vom Brückenviertel. Mist, da steht's nicht. Ja, es ist nämlich garantiert nicht Reggie Hiddesmann, den ich da bräuchte, sondern den anderen Typen. Sir Sardes, Redalis, Rückkehr zur Hafnerfeste. Betrogener Ehemann. Ja, ich soll den Gläubigen. Und das ist Valiga Kota. Okay, wir können das Rätselraten also vergessen. Das heißt, wir haben nur eine Wahl. Keine große Herausforderung. Seht euch nur um und begutachtet die Waren. Ich bin mir sicher, dass sie euren hohen Ansprüchen gerecht werden. Wir probieren alles durch. Ihr werdet garantiert keine besseren Preise finden. Wirklich. Ja. Carbin Shale ist es nicht. Gut. Keine große Herausforderung. Seht euch nur um und begutachtet die Waren. Ich bin mir sicher, dass sie euren hohen Ansprüchen gerecht werden. Ihr werdet in ganz am garantiert. Da bin Elo, nein. Wirklich? Ja, ich nehme wirklich jetzt diese Taktik. Keine große Herausforderung. Seht euch nur um und begutachtet die Waren. Ich bin mir sicher, dass sie euren hohen Ansprüchen gerecht werden. Ihr werdet in ganz am garantiert keine besseren Preise finden. Darzin Cole? Genau, das war's. Okay, wie ich schon im Brief sagte, dieses kleine Spielchen tut mir leid. Nur eine Liste, um die Wächter von Adkatla abzuschütteln. Ich hoffe, dass eure Rüstung fast komplett ist. Ja, mache ich. Ist aber noch nicht ganz erledigt. Monster, ihr würdet euch mit jemandem abgeben, der aus Häuten Rüstung herstellt? Ja? Natürlich, ich werde dir jetzt einen Schliff geben, aber ich brauche die wichtigste Zutat als erstes. Eure Arbeitsqualität ist wohl das Gleiche, aber sie braucht doch etwas Besonderes. Die Wolte war hervorragend, aber jetzt muss das Blut her. Ihr wisst, was ich brauche. Bringt mir das Blut eines Drachen, eines silbernen Drachens. Klar, ihr habt ja eine Ahnung, wo ich einen finden könnte. Nichts dergleichen. Diese Kunst fällt in euer Metier. Ihr müsst ihn finden. Der Lederpanzer von Regic, dem Häuter. Ich habe den Mann gefunden, der in dem Brief aus Regics Hause erwähnt wurde. Offenbar habe ich mit meiner Vermutung, dass es sich um einen gewissen Darkin Cole handelt, recht gehabt. Der Mann glaubt nun, dass ich Regic bin. Er hat sich bereit erklärt, den Lederpanzer für mich fertigzustellen. Ich muss ihm nur das Blut eines Silberdrachen beschaffen. Leider habe ich keine Ahnung, wo sich ein derartiges Wesen aufhalten könnte. Ich will ihn töten. Und begutachtet die Waren. Ich bin mir sicher, dass sie euren hohen Ansprüchen gerecht werden. Nein. Ganz einfach nein. Das können wir machen, wenn wir einen bösen Charakter spielen, aber nicht jetzt. Keine große Herausforderung. Seht euch nur um und begutachtet die Waren. Ich bin mir sicher, dass sie euren hohen Ansprüchen gerecht werden. Ihr werdet in Ganzam garantiert keine besseren Preise finden. Wirklich. Ja, und ihr seid ein Dämon. Wer seid ihr? Egal, man wird sich früh genug mit euch befassen, wenn ihr auf die Rune trifft. Nun gut. Seid mir gegrüßt. Ja, das kennen wir als... Nein, danke. Wohlgesonnen sein. Ihr werdet in Ganzam garantiert keine besseren Preise finden. Wirklich. Ich kann euch nicht sagen, wie erleichtert ich bin, dass ihr diese Morde gestoppt habt. Ich war sicher, dass ich es nicht mehr machen würde. Vielleicht werden die Leute jetzt ins Dorf zurückkommen. Und ich begegnete
meinem ersten Oger von Angesicht zu Angesicht. Er wollte ein paar Äpfel kaufen, die ich aus meinem Obstgarten außerhalb von der Cutler hier geschafft hatte. Ich war mir sicher, dass er stattdessen mich essen würde, doch er tat es nicht. Egal, wollt ihr etwas kaufen, dann schaut euch um. Ja, gut. Ja, was wollt ihr denn genau? Wenn ihr etwas zu kaufen wünscht, dann sagt es schnell, denn ich habe nicht viel Zeit für solche wie euch. Lasst mich sehen, was ihr habt. Ja, nichts Besonderes. Und der sollte nicht so unfreundlich sein. Immerhin haben wir hier uns um alles gekümmert. Da er wie müde ist. Und wir eh vielleicht noch ein bisschen Zeit verstreichen lassen müssen, machen wir ein Nickerchen hier. Wenn ihr es wollt. Ratten gab hier noch nie. Darauf könnt ihr euch aber verlassen. Jo, mieten, rasten. Ja, natürlich. Mir fehlen zurzeit irgendwie die Konversation mit Airy. Wenn es das ist, was ihr fragt, nur. Oder haben die das wirklich rausgeanfinished? Ich warte. Keine große Herausforderung. Ja, nun gut. Na gut, dann gehen wir mal weiter. Tempelruinen. Wir sind allesamt Helden. Ihr, Bo und ich. Hamster und Waldläufer auf der ganzen Welt. Frohlocket! Wir kommen sogar hier raus, okay. Das heißt, wir können uns gleich um den Drachen mal versuchen zu kümmern. Erzählt mir mehr davon. Da ist er. Okay. Schmeißen wir die Buffmaschine an. Ja? Ich helfe, wo immer ich kann. Vita, Mortis, Vita, Mortis, Manas, Potentis, Horror. Ich warte auf euren Befehl. Was kann ich tun? Was kann sie noch tun? Ja. So, dann brauchen wir noch eine Verteidigungskoordination. Und das hier könnten wir doch zaubern. Was ist mit ihr? Bann, Herrschaft, Erkennen, Verzauberung, Illusion, Hervorrufung, Nekromantie, Veränderung. Nekromantie mal. Ich bin bereit. Ach, sie hat Schutz vor Lebenskraftentzug. So. Wurde aber auch Zeit. Dann sprechen wir mal Verfall auf dich. Du kriegst von Keldorn den Zauberstab. Packst den mal da rein. So. Braucht ihr etwas? Oh, Furchtbann, habe ich vergessen. Furchtbann. So. Ja?
Nee. Ich helfe, wo immer ich kann. Todeswolke? Die Dienerin der Natur ist bereit. Mhm. Keine große Herausforderung.